Hallo und willkommen auf Holgers Gaming Blog. Ja, es ist mal der Zeit für ein Unboxing, denn die Loot Chest August ist angekommen. Ja, die Loot Chest von lootchest.de, meinem Anbieter meiner Wahl. Ja, die kostet im 6-Monats-Abo oder im 12-Monats-Abo 19,95 und in der Plus-Variante, so wie ich die habe, 24,95, wo dann ein Item mehr drin ist. Der Warenwert beläuft sich immer so in der Regel auf 50 bis 70 Euro. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bin mal gespannt, was hier da drin ist. So, dann schauen wir doch mal rein und fangen mit dem ersten. Nein, wir fangen erstmal mit dem Heft an. Wo wir noch nicht reingucken, das tue ich erstmal zur Seite, da schauen wir später am Ende rein. So. Aha. Okay. Oh! Und da haben wir als erstes Item eine Pac-Man-Cappy. Ja, das könnte schon das Plus-Item sein, würde ich fast behaupten. Aber ich lasse mich mal überraschen. Aber so eine Cappy ist ja schon was Besonderes. Fühlt sich... Ich bin eigentlich nicht so der Cappy-Träger, muss ich sagen. Aber fühlt sich auf jeden Fall gut an. Auch wichtig mit dem Sticker. Ne? Habe zwar nie verstanden, aber ich höre immer, man muss den ja drauf lassen. Nun gut. Stehen wir mal hier so hin. Das Heft tue ich mal hier rüber. Und dann schauen wir mal, was hier noch so drin ist. Direkt noch was Fettes. Ah, ich glaube, ich mache was Kleines. So, was haben wir hier? Top Trumps Pummel-Einhorn sehe ich. Hol dir jetzt das ganze Pack. Ich mach mal eben auf. Okay, das scheinen Quartettkarten zu sein. Ja, 4 Quartettkarten. Ich hoffe, die Kamera kann die einfangen. Regenbogenstrecke, lecker. Ah ne, locker. So, die Werte darauf sind Flauschigkeit, Freude, Humor, Glitzer und Appetit. Das wäre die erste. Dann haben wir die Pummelfee. Entschuldigung, wenn ich etwas zittere. Ich bin emotional sehr nah an der Keksdose gebaut. Ich bin nicht dick, ich bin flauschig. Ja, und einmal Spielregeln. Nun ja, ja, wie gesagt, hier steht dann auch drauf, dass man sich dann noch die restlichen kaufen kann. Weil, wie gesagt, also mit 4 Karten Quartett ist jetzt, glaube ich, nicht so spannend. Naja, ist auf jeden Fall aber ganz nett, würde ich sagen. Ne? Muss man, kann man haben. So, ich will jetzt wissen, was das ist. Oha. Oha. Marvel Avengers Hulk Smash Crafted Mineral Drink. Guckt euch diese Dose an. Meine Herren, ey. The Big Thirst Recharge Yourself. Hulk Smash Formula. Lemon, Lime, Grapefruit. Der Smash Citrus Flash. Nur ein bisschen für die Chemiker unter euch. Keine Ahnung, was damit anzufangen ist. Chemie war jetzt nie so meine Stärke. Hulk Smash in der 750ml Smash Size Can. Okay. Der starke Mineraldrank ohne Kohlensäure, gemacht für den großen Durst. Gib dir den Citrus Flash und versorge deinen Körper mit viel Flüssigkeit und Smash Mineral Komplex. Riboflavin. Erlebe den frischen und belebenden Geschmack ohne Zusatz von Zucker und Koffein. Die perfekte Mischung, um sich wieder aufzuladen. Ja, da gleich noch mein monatliches Kegeln ist und ich heute Morgen relativ früh aufgestanden bin, werde ich dem guten Drink doch direkt jetzt auch mal nur für euch live testen. Er ist grün, glaube ich. Prost. Ja.
Doch, schwer einzuordnen. Also, Limette kommt auf jeden Fall durch. War jetzt mal drin. Achso, Limette und Zitrone. Ja. Die Grapefruit schmeckt jetzt nicht so raus, aber ist auf jeden Fall bekömmlich. Ohne Zucker, dafür auch echt noch angenehm süß. Ohne Sprudel. Naja. Gucken wir mal. Der Smash-Trick. So, was haben wir hier dann noch? Aha. Okay. Ein The Walking Dead Modellauto. Ja, Walking Dead ist jetzt nicht so meine Lieblingsserie. Meine Mitbewohnerin und ein paar Freundinnen schaut das regelmäßig, aber wie gesagt, also mich hat das nicht so ganz angefixt. Aber naja. Contents One Die Cast Car. Ford Crown Victoria Police Interceptor. AMC's The Walking Dead tells the story of the months and years that follow after the zombie apocalypse. The series follows a group of survivors led by Sheriff's Deputy Rick Grimes, who travel in search of a safe and secure home. Ja, ich würde mal sagen, jetzt wahrscheinlich dann Ricks altes Polizeiauto. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ach, jetzt sehe ich jetzt erst. Ach so, das ist, oh, okay. Loot Chest exklusiv. Okay, das ist natürlich, das macht es natürlich wieder offiziell von Ford lizenziert. Das macht es natürlich wieder spezieller. Wenn es dann wirklich nur von der Loot Chest exklusiv ist, dann gut. Das finde ich wiederum cool. Ja, nicht schlecht. Kommt auf jeden Fall, habt ihr hier gesehen, hier rumherum. Die Figuren, die habe ich oben auf so zwei Vitrinen oder Schränkchen stehen. Da wird dieser Ford dann auch dazu gesehen. Aha. Superman AA Batterien. Up to 10, ja, 10 mal stärker als normal. Mit Sternchen. Wo ist das Sternchen? Blablabla, Alkaline 3000 Milli MAH. Milli Ampere Stunden, was? Keine Ahnung. 10-mal länger im Gegensatz zu AA Heavy Duty Batteries. Mhm. Top Performance. 0 Mercury und 0 Cadmium. Mhm. Kein Merkurgestein und kein Cadmium. Ja, ich meine, Batterien kann man immer brauchen, ne? Und wenn Superman die stärker macht, dann bitte gern. Ist das eine Super Mario Mini Figur Collection? Ein kleiner Toni. Collect them all. Das finde ich cool. Wobei, das ist auf den ersten Blick, also auf jeden Fall geil. Nintendo immer super. Wissen die meisten, die mich kennen, ich bin absoluter Nintendo-Fan schon immer seit ja, knapp jetzt über 25 Jahren. Und ja, gar keine Frage. Super. Wobei ich aber sagen muss, dass wenn man sich nur aus der Nähe betrachtet, der Tod meiner Meinung nach der Pilz etwas zu groß geraten ist und das Gesicht etwas zu länglich. Das ist natürlich jetzt Kritik auf hohem Niveau, aber. Wenn man da, Moment mal, ich hole mal irgendwas. 2 Sekunden. So, da bin ich wieder. Wenn ich mir da im Gegensatz, ich packe den mal eben aus. Ja, Sammler, ich hab da, tut mir leid. Ich stelle mir die Sachen lieber hin, als statt dass ich die irgendwie im Karton die ganze Zeit lasse. Das ist, ja, weiß ich nicht. So geht die Sammelleidenschaft dann so weit dann doch nicht. So. Also fühlt sich auf jeden Fall gut an. Ja. Aber wie gesagt, ist irgendwie so ein bisschen gedrungen. Wenn ich dagegen an den von McDonald's dagegen halte, der sieht im Original dann doch schon etwas besser getroffen aus, finde ich. Hier, können sogar fast die Handstellung nachahmen. Versteht ihr, was ich meine?
Naja, aber wie gesagt, zum Hinstellen, also auf jeden Fall. Reicht vollkommen. So, den ich mir zu den anderen Konsolen. So, und dann, das dürfte das T-Shirt sein. War es das schon? Ah, okay, ich wollte auch sagen, da fehlt doch irgendwie noch die allmonatliche Süßigkeit. Oh, geil. Eine. Oh, geil, nicht aus. Oh, die hab ich immer geliebt und liebt die heute noch, ne? Eine Candy Watch. Mit 49 drauf. Sind diese Flecken eigentlich normal, die da drauf sind? Habe ich mich mal gefragt. Und ich frage mich auch immer, aber ich glaube, das sind auch so Dinger, die halten einfach auch eine Ewigkeit, ne? Ja, schmeckt genauso wie das Zeug in Karneval. Vergessen. So viel Zeit muss sein. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, kommen wir zum letzten Item für diesen Monat anscheinend. Ja, und das T-Shirt. Oha, ja. Sehe ich direkt auf den ersten Blick. Das. Entschuldigung. Dürfte, wenn mich nicht alles täuscht, ein. Guardians of the Galaxy T-Shirt mit dem guten Star-Lord sein. Schau es mir selber nochmal an. Ja. Hier das Mixtape. Der Awesome Mix. Großartige Lieder wie Pina Colada unter anderem und so, ne? Kennt ihr ja. Super Film. Mega witzig. Auch der zweite Teil. Sehr sehenswert. Ja. Wie immer. B- und C-Qualität, habe ich eigentlich nichts dran auszusetzen, das ist eigentlich ganz schön. Der Druck, ja, fühlt sich auch hochwertig an. Ist nicht so den Anschein, dass das auch wieder beim ersten Waschen abgeht, was ich ja immer so blöd finde. Aber das ist eigentlich bei den T-Shirts nie der Fall. Bin ich eigentlich immer ganz zufrieden mit. Ja, auf jeden Fall schön. Grau, ja, ist auch okay. Immer wieder kein schwarzes, weil leider oft sind die T-Shirts ja leider schwarz, das finde ich nicht so prickelnd. Ja, und ich glaube, das war es für diesen Monat. Nun, also rekapitulieren wir. Wir haben, ach genau, das Heftchen muss ich noch durchlesen. So, der Toni, mal ein Stück aus dem Hulk Smash. Ja. So, August Blue Chest. Hey ho, dip. Lucky Loot. Ja, also wie gesagt, im ersten Heft machen wir erst ein bisschen Werbung. Hier unten gibt es die Aktion Gemeinsam Gutes, lasst die Bäume pflanzen. Wer möchte, kann hier für wenig Geld, ich glaube für zwei noch was, diesen QR-Code abfotografieren und dann direkt einen virtuellen Baum pflanzen für den Weltfrieden. So. Ansonsten ja, auf der anderen Seite werden dann immer YouTuber vorgestellt oder auch andere Loot-Chester. Normalerweise gab es ja auch immer das Gewinnspiel, das YouTube-Unboxing-Gewinnspiel, das scheint entweder hat diesen Monat keiner gewonnen, hat keiner teilgenommen. Ich vielleicht doch mich bewerben soll mit meinem How to Not Unbox. Nun. Lucky Loot, dass du Leute, kannst du das über meinem Loot gewinnen? Zum Beginn des jeden Monats wird das Eilbestellung unserer sozialen Medien ein Gewinn aus unserem Lostrommel ausgelöst. Aha. Ja, gut. Featured Let's Play. Dead by Daylight. Ach ja, hier wird das Wise Squad aus dem guten Gronkh, Pandoria, Turbinator und Herr Currywurst vorgestellt und gehighlightet. So, jetzt kommen wir hier zu den Sachen. Guardians of the Galaxy T-Shirt. Dieses atemberaubende T-Shirt featured Star-Lords coolste Melodien. Lausche dem Awesome Mix, während du dieses T-Shirt trägst und du wirst eine galaktische Tanzparty erleben.
Dieses Shirt ist genauso weich wie Rocket Raccoon, aber viel sicherer, um damit zu kuscheln. Marktpreis 14,95. 95. The Walking Dead Modellauto. Ziehe mit Rick und Shane Streifenwagen in die Schlacht, um die Untoten. Was? Um die Untoten zu Toten zu machen. Rick Grimes 1999er Ford Crown Victoria Streifenwagen vom King County Sheriff's Department ist aus der ersten Staffel im Welt, damit in jedem Nerd-Sammlung. Ja, habe ich ja richtig geraten, ne? Marktpreis 9,95. Die Justice League Batterien, die gab es auch noch dann, hätte es die auch noch in der Batman-Variante gegeben. Die weltgrößten Superhelden sind stark, unbesiegbar und geben niemals auf. Dein Superheld dann seine Power auf diese Batterien übertragen, um ihnen die nötige Stärke zu verleihen, deine Technik mit Kraft zum Laufen zu bringen. Die Packung enthält 4 Batterien, 1,5 Volt. Marktpreis 4,95. Das heißt, wir sind schon 14, 15, 25, knapp bei 30. Hulk Smash Drink. Zu echten Superhelden gehört auch ein echter Superdrink. Smashe diesen Mineraldrink runter und spüre, wie dein Körper anfängt zu beben. Die Kleidung platzt und deine Hände unmenschlich groß werden. Ich spüre nichts. Plötzlich bist du ein großes grünes Monster. Wie wirst du deine neue Superkraft nutzen? Marktpreis 1,95. Für die Dose. Okay. Super Mario Sammelfigur. It's me, Mario! Spring gemeinsam mit deiner Figur durch Höhlen und Festungen, über Plattformen und in Röhren hinein. Stelle dich schließlich Bowser, um deine geliebte Prinzessin Peach zu retten. Wirst du der neue Held im Mushroom Kingdom? Marktpreis 4,95. Da gab es dann auch, wahrscheinlich hätte man auch andere haben können. Ich sehe hier Yoshi, Mario, Luigi, Cooper, Trooper und nochmal Mario. Ah ja, Mario einmal in Sprungposition und einmal in normaler. Ich hoffe, der Fokus packt das. Pummel-Einhorn und Candy Watch. Top Trumps and Sweets. Trete gegen deine Freunde an und tauche mit diesem Flow-Pack ein in die Glitzerwelt von Pummel-Einhorn. Die Karten geben dir einen Vorgeschmack auf das bald erscheinende Top Trumps. Also Quartett, hießen die früher. Falls du einen ähnlichen Hunger hast wie Pummel, helfen dir die Candy Watches aus. Und falls dir die Uhrzeit mal nicht passt, kannst du sie einfach aufessen. Marktpreis flauschig süß. Und ja, wie genau, habe ich richtig geraten, die Cappy, die Pac-Man-Cappy ist das Plus-Item. Was gibt Schöneres als eine Runde klassisches Pac-Man zu spielen? Naja. Mit dieser Cappy wirst du selbst ein Pac-Man und knabberst all die Pellets auf deinem Weg an. Wusstest du, dass das Spiel eigentlich Pac-Man hieß? Aber, also Pac-Man mit P-U-C-K. Aber um niemandem die Chance zu geben, beim Titel das P in ein F zu verändern, entschied man sich für Pac-Man. Ich dachte mal, Pac-Man kommt eigentlich von dem Paku Paku, der japanischen Lautumschreibung, die Pac-Man auf seinem Weg macht. Dieses Waku 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 hatten die da irgendwie als Paku. Hab ich mal gehört, aber naja. So, hier nochmal. Ja, und ansonsten haben wir noch Werbung, Werbung, Werbung. Ach genau, das packe ich gleich wieder in die... Genau, wenn ihr die Lutschers auch haben wollt, könnt ihr mich werben, indem ihr bei eurer Bestellung meinen Namen angibt. Holger von Gehlen. Oder ich muss euch euren Namen angeben, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also wenn jemand die Box bestellen möchte, dann soll er mich bitte hier bei den Kommentaren anschreiben oder auf Facebook oder auf Instagram oder Twitter, das ist auch möglich. Findet ihr alles in meinem Kanal, die Infos, wo, wie, was, wann. Und da kriegen wir es irgendwie hin. Also ich würde mich darüber freuen. Und wie gesagt, ihr kriegt sogar 10% Rabatt auf eure erste Bestellung. Ja, ansonsten ist hier noch Werbung für Penta-Spiele und Fun Facts about Power Rangers. Es handelt sich um den ersten Power Ranger-Film seit unglaublich 20 Jahren. Naomi Scott hat sich in der Szene, in der sich ihr Charakter die Haare abschneidet, tatsächlich von ihren echten Haaren getrennt. Zur Einstimmung auf den Film streamte Twitch alle 831 Folgen der Kultserie. Das dauerte über 2 Wochen. Der gelbe Ranger Trini ist der erste homosexuelle Power Ranger. Ah ja, ab 3. August im Handel. Ich weiß nicht, habt ihr den Film gesehen? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe bis jetzt nur Gemischtes drüber gehört. Steht auf jeden Fall noch auf meiner Watchlist. Ja, und damit bedanke ich mich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, und freue mich, wenn ihr ein Däumchen nach oben geben wollt oder das Video vielleicht auch teilen wollt auf den sozialen Medien oder so, wenn es euch gefallen hat, oder
Kommentare schreibt, Verbesserungsvorschläge. Das hier ist alles noch, ich weiß, ziemlich experimentell. Ich weiß noch nicht, was mit dem Ton ist. Wie gesagt, alle die Infos gerne in die Kommentare. Ansonsten kommen wir zur Endcard. Ja, und zwar, wenn ihr hier unten links den Abo-Button finden, da könnt ihr mich dann gerne abonnieren. Wenn ihr Lust habt, oben links sind weitere Videos zu finden. Irgendwo hier, über Finger, Unterfinger, irgendwie so. Und hier oben rechts werde ich die gute Frau der Meets verlinken. Eine gute Bekannte von mir, die auch unter anderem Loot-Chest-Unboxings macht und diesen Monat sogar von Get Digital, einem anderen Lootbox-Anbieter, eine Get Digital-Box zugeschickt bekommen hat und diese auch unboxt. Dieses Video werde ich hier verlinken. Ja, ansonsten nochmal Dankeschön und einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.